Deutschlandfunk, Marktplatz. Und ich bin Jule Reimer und ich heiße Sie willkommen. Es ist eine Erfahrung fürs Leben, als Austauschschülerin oder Schüler ein paar Monate, ein Jahr im Ausland zur Schule zu gehen. Waren es früher häufig die USA, so steht Jugendlichen heutzutage fast die ganze Welt offen. Ja, aber je nach Ziel kann das richtig teuer werden. Das wird schnell teurer als ein neuer Kleinwagen. Welches Land ist wann für wen das Richtige? Welche Wege und Organisationen gibt es, die den Weg ins Ausland, den Aufenthalt im Ausland unterstützen? Wie kommt man möglicherweise auch angesichts der hohen Kosten an ein Stipendium? Und was tun, wenn Heimweh und Missstimmung in der Gastfamilie überhand nehmen? Das besprechen wir heute im Marktplatz mit unseren und auch mit Ihren Fragen. Mit Daniela Weißner von Kultur Live, eine gemeinnützige Organisation für Kulturaustausch. Daniela Weißner, herzlich willkommen in Kiel. Vielen, vielen Dank, Frau Reimer. Aus Berlin zugeschaltet sind Maja van Grasdorf von GLF Sprachenzentrum in Berlin, also ein Unternehmen, das den Austausch organisiert. Karl Witkowski, er war Austauschschüler in Brasilien. Hallo nach Berlin. Ja, hallo nach Köln. Guten Tag. Und hier in Köln bei mir im Studio sitzt Katja Spross. Sie ist Mutter zweier Söhne, mit die im Auslandsschuljahr gewesen sind. Dabei Sohn Adrian, der in Kanada war. Rainer Tümmers von Rotary Jugenddienst Deutschland, vom Rotary Club, eine nochmal andere Form des Schüleraustausches. Und Barbara Engler von ABI Aktion Bildungsinformation, ein Verbraucherschutzverein für diesen Bereich. Ja, und Sie, Hörer und Hörerinnen, User, Userinnen, Sie können uns auch erreichen auf diese Art und Weise. Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de. Und ich sage nochmal die Nummer des Hörertelefons 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Daniela Weißner, zugeschaltet aus Kiel. Was spricht für ein ganzes Auslandsjahr, was für ein halbes Jahr und was ist das geeignete Alter? Das kommt ein bisschen darauf an, was die deutsche Schule, die hat da definitiv Mitspracherecht, davon hält. Ich persönlich finde, ein ganzes Schuljahr ist sehr, sehr gut, weil man dann zum einen im Ausland die Möglichkeit hat, einen ganzen Turnus mitzuerleben. Gerade Veranstaltungen, die am Ende eines Schuljahres stattfinden, wie ein Musical, eine Theateraufführung, sind ganz gut. Und für den Spracherwerb, also für die Intensivierung der Sprachkenntnisse, die man hat, ist das auf jeden Fall eine gute Zeit. Ich weiß aber, durch G8 verschiebt sich das ein bisschen, dass viele Schulen sagen, sie können einen kürzeren Aufenthalt gutheißen, sodass viele Schüler schon bereits in der 10. Klasse dann ein halbes Jahr, das erste oder das zweite, ins Ausland gehen. Und ganz kurz, wenn ich Realschüler bin und ins Ausland will, wann würde ich das tun? Nach der 10. Klasse wäre eine gute Zeit. Katja Spross, Sie haben zwei Söhne. Einer war in Südafrika, einer in Kanada. Ich weiß, Sie sind das sehr strukturiert angegangen. Das muss vielleicht nicht jeder so machen, aber geben Sie mal Ihre Empfehlung. Ja, strukturiert ist genau das richtige Wort. Wir haben uns tatsächlich angeschaut, welche Bildungsmessen gibt es. Die gibt es ja zuhauf in jeder Stadt und sind dann aber nicht einfach dorthin gegangen, sondern haben uns im Internet vorher genau informiert, welche Organisationen, welche Unternehmen sind auf dieser Messe und wen wollen wir auf der Messe sprechen. Das war bei Südafrika etwas einfacher, weil die nicht so ganz oft im Angebot sind. Bei Kanada sind es eben sehr, sehr viele. Und dann haben wir uns auf der Messe die einzelnen Unternehmen bzw. Organisationen oder Vereine angeschaut und dann jeweils auch uns bei zwei beworben, die dann auch zu uns nach Hause gekommen sind und Vorgespräche geführt haben. Und dann haben wir uns entschieden. Mhm. Zu Hause. Fast immer zu Hause. Einmal mussten wir auch vor Ort uns präsentieren. Okay. Adrian Spross, warum haben Sie Kanada gewählt? Das ist eine gute Frage, weil so ganz genau hatte ich jetzt nicht die Idee, ich will unbedingt nach Kanada. Es war vielmehr, am Anfang hatte ich ein bisschen Interesse an Australien oder Neuseeland. Das ist dann allerdings auch der Fall, dass das jetzt verglichen zu den nordamerikanischen Optionen deutlich teurer ist. Und dann habe ich mir das wieder aus dem Kopf geschlagen. Mit Amerika ist die Sache,
ja, da hatte ich so das Gefühl, das ist ja eigentlich das Normalste, was man überhaupt machen kann. Außerdem waren da auch schon zwei meiner Freunde vorher. Und da habe ich mir gedacht, ja, probiere ich halt mal was anderes. Also klar, nach Kanada gehen auch viele Leute. Und ja, so ist es dann Kanada geworden. Ganz kurz, war es schön? Ja, sehr schön, auf jeden Fall. Okay, da werden wir nachher noch Details hören, weil es war ja nicht immer ohne Hürden. Nee. Maja van Grasdorf, zugeschaltet aus Berlin von GLS. Wie früh sollte man sich bewerben? Also am besten, am liebsten ist es uns, wenn ein Schüler und die Eltern sich ein gutes Jahr vor der eigentlichen Abreise melden, mit uns Kontakt aufnehmen. Dann kann man das alles schön langsam in Ruhe vorbereiten. Es gibt ja auch einiges zu erledigen. Man muss ein Auswahlgespräch führen, eine ausführliche Beratung. Dann hatten wir ja gerade schon gehört, es ist vielleicht nicht immer von Anfang an klar, welches Land es sein soll. Dann möchte man vielleicht selbst als Kunde auch noch mal ein bisschen recherchieren. Man muss ein bisschen die Finanzen vielleicht auch nochmal überlegen, was tatsächlich in Frage kommt. Dann Bewerbungsunterlagen dauern durchaus eine ganze Weile. Das fängt dann an, überhaupt noch Fotos in analoger Form bereitzustellen. Das haben die wenigsten Schüler heutzutage. Es müssen Briefe an die Gastfamilie. Oder die richtigen Passbilder, biometrisch und so fort. Ne? Es müssen Briefe an die Gastfamilie geschrieben werden, möglichst in der Landessprache etc. Also das dauert alles eine ganze Weile. Dann ist natürlich der Visumsantrag, zieht sich hin. Da muss man in der Regel eine ganze Reihe an Dokumenten auch zur Verfügung stellen, die man vielleicht so nicht zu Hause hat. Internationale beglaubigte Geburtsurkunde etc. Und natürlich diese ganze Vorbereitungszeit ist besonders wichtig, dass man sich eben auf diese Zeit als Gastschüler einstellt, auf das Gastland auch wirklich ausreichend vorbereitet. Denn für die meisten Schüler ist es eben doch das erste Mal, dass sie richtig lange und vor allem auch alleine in einem fremden Land sind. Und das schüttelt man nicht unbedingt so aus dem Handgelenk. Rainer Tümmers vom Rotary Club. Sie sind ja ein privater Club, der sich sozusagen ja das Dienen auf die Fahnen geschrieben hat, Völkerverständigung. Sie haben ein bisschen anderes Modell. Erklären Sie uns das ganz kurz. Ja, unser Modell basiert vor allen Dingen auf dem Prinzip des gleichen Austauschs. Das heißt, alle Kinder, alle Jugendlichen, die rausgehen, deren Eltern verpflichten sich gleichzeitig während des Austauschs des eigenen Kindes ein Kind aufzunehmen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich bei Rotary. Wir arbeiten nach einheitlichen Normen in allen Gastländern. Wir können nur Austausch in die Länder machen, die zertifiziert sind, so wie wir es in Deutschland sind. Das heißt, wir verpflichten uns als zertifizierte Regionen, die Regeln einzuhalten, die von Rotary International vorgegeben sind. Das sichert einen sehr hohen qualitativen Standard. Und wir meinen, dass wir mit unserem Angebot nicht nur qualitativ sehr hochwertig stehen, sondern dass wir auch zu außerordentlich attraktiven Konditionen den Austausch regeln können. Ganz kurz, wichtig ist, die Jugendlichen wechseln die Familien im Laufe dieser Zeit und die Gastfamilien kriegen kein Geld, sondern sie kommen praktisch für die Jugendlichen in der Zeit, wo sie jemanden haben, auf. Ja, so ist das. Also wir wechseln die Gastfamilien üblicherweise in allen Ländern dreimal, um unterschiedliche Familienkonstellationen den Jugendlichen anzubieten, unterschiedliche soziale Zwecke, um so die ganze Vielfalt der Möglichkeiten kennenzulernen. Barbara Engler, Sie sind sozusagen die Verbraucherschützerin hier in der Runde von der ABI, von Aktion Bildungsinformation. Wir haben gehört, Kultur Live ist eine gemeinnützige Organisation, GLS ist eine kommerzielle Organisation. Wir haben dieses dritte Modell mit den Ehrenamtlern. Worauf sollte ich achten, wenn ich einen Vertrag mache mit einer Organisation? Ja, da gibt es verschiedene Faktoren zu beachten, die jetzt im Einzelnen darzulegen wirklich schwierig ist. Es ist eigentlich egal, ob jetzt gemeinnützig oder kommerziell arbeiten. Es kommt darauf an, wie der Veranstalter hier in Deutschland arbeitet. Das kann man auch gut bewerten, auch anhand der ABI-Kriterien. Aber vor allen Dingen, wie die Partnerorganisation vor Ort arbeitet, wie der Repräsentant den Schüler betreut, wie er die Gastfamilien prüft und so weiter. Also man kann grundsätzlich nicht sagen, alle Gemeinnützigen sind super und alle kommerziellen sind schlecht. Man muss von Anbieter zu Anbieter unterscheiden. Also sich gut informieren. Kurt Witkowski,
in Berlin zugeschaltet. Sie waren Austauschschüler in Brasilien 2016, 2017 und Sie haben sich ja mit Portugiesisch jetzt eine doch deutlich fremdere Sprache ausgesucht als Adrian Spross mit Englisch. Wie war das bei Ihnen? Sie sind mit Rotary rausgegangen, muss man noch vorausschicken. Richtig. Also ich bin nach Brasilien gegangen und hatte vorher gar keine Vorkenntnisse von der Sprache. Ich konnte nur selber Spanisch von der Schule her. Und es war auf jeden Fall anfangs sehr kompliziert, da meine Gastfamilie selber auch kein Englisch sprechen konnte. Und das somit eigentlich am Anfang eine Verständigung irgendwie mit Händen und Füßen war oder über Google Übersetzer. Also es war sicherlich nicht einfach, aber es war, glaube ich, eine wichtige Erfahrung. Und am Ende hat man auch irgendwie die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man ein Jahr in einem Land ist, einfach selber eine Sprache lernen kann, wenn man will. Wenn man will. Ja, und eine junge Frau, eine Jugendliche, die einen ganz ungewöhnlichen Weg gegangen ist, zumindest sprachlich. Antonia aus Berlin hat sich für ein Jahr in China entschieden. Und ihre Erfahrungen hat Anja Nils gesammelt. Antonia Schumann sitzt in der Bibliothek der Freien Universität Berlin und lernt. Sie studiert Betriebswirtschaftslehre im ersten Semester und macht sich um ihre Zukunft gar keine Sorgen. Nach der Uni könnte ich mir vorstellen, wieder in China zu leben und dort zu arbeiten. Denn ein Jahr hat sie nach der 10. Klasse bereits in China verbracht. Seitdem spricht sie fließend Chinesisch. Ab der 8. Klasse hatte sie an ihrem Berliner Gymnasium Chinesisch als Wahlpflichtfach belegt. Es hat mir auch Spaß gemacht. Am Anfang war ich nicht so gut, aber es ging dann irgendwann. Ich hatte schon seit dem Gymnasium beschlossen, ein Auslandsjahr zu machen. Und China hat mir dann einfach am besten gepasst. Es waren auch gute Angebote zu China. 11.000 Euro kostete das Jahr in China, inklusive eines Vorbereitungssprachkurses, organisiert über eine Austauschorganisation. Mit knapp 15 Jahren kam Antonia dann zu ihrer Gastfamilie nach Shanghai. Ich wurde dort direkt wie ein Kind von der Gastmutter aufgenommen und sie war so super. Also ich habe sie von Anfang an geliebt. Also die Mutter konnte kein Englisch und der Gastvater auch nicht. Dann musste ich mit denen halt am Anfang über meine Gastschwester reden auf Englisch. Aber das hat auch gut geklappt und irgendwann konnte ich es dann auch. Und am Ende jetzt habe ich auch nur noch mit denen Chinesisch geredet. Also da musste wirklich kein Englisch mehr irgendwie herangezogen werden. Ja. Ich habe auch einen chinesischen Namen bekommen, den kann ich aber kaum aussprechen. An Ruoni, so hat mich meine Gastmutter dann immer genannt. Antonia hatte ein eigenes Zimmer in der Wohnung der Gastfamilie in einem Hochhaus, genau gegenüber der Schule. Dort war es nicht ganz so einfach, denn den ganzen Tag verbringen chinesische Kinder in der Schule. Allein die Schule war anstrengend schon. Man hat jeden Morgen um 7.15 Uhr fing die Schule an. Wenn man nach 7 Uhr in den Klassenraum kam, wurde man schon komisch angeguckt. Also es ist eine ganz andere Mentalität dort. Dann werden morgens erstmal Tests geschrieben und dann geht man raus. Wir sind immer alle auf den Hof gejoggt, haben die chinesische Nationalhymne dort gesungen und jeden Montag wurde noch ein Vortrag gehalten. Dann begann erst der richtige Unterricht. War ich jeden Tag bis 17 Uhr in der Schule. Dem Unterricht auf Chinesisch konnte sie dabei lediglich teilweise folgen. Richtig gut war sie nur in Englisch. Dennoch habe sie sich wohlgefühlt in der Schule als einzige Deutsche unter 3000 chinesischen Jungen und Mädchen. Es haben ja alle Schuluniformen getragen und ich war das einzige Mädchen mit blonden Haaren. Das hat dann so ziemlich herausgestochen in der Cafeteria. Mich konnte man ganz gut sehen, aber sie waren alle super höflich zu mir, haben am Anfang auch probiert, auch auf Englisch mit mir zu reden. Sie waren sehr schüchtern. Und auch als Deutscher oder Europäer hat man in China so einen jetzt nicht wirklich Sonderstatus, aber die Leute freuen sich, dich zu sehen, finden das toll. Also obwohl man in Shanghai ja doch relativ viele Ausländer sieht, finden die es noch schön, wollen mit dir Fotos machen und so. Offener sei sie geworden, selbstbewusster und selbstständiger, sagt Antonia. Heimweh habe sie während der ganzen Zeit nie gehabt. Es ist mir sogar einmal passiert, dass ich halt nicht mit meinen Eltern geskypt habe, also für 3 Wochen, weil ich hatte es einfach vergessen und durch den Zeitunterschied.
Die Eltern haben ihr verziehen und haben am Ende des Jahres ihre Tochter in China besucht. Für Antonia der Höhepunkt ihres Abenteuers. Dann sind wir rumgereist durch China, Shanghai, Peking, Hangzhou, Xi'an und noch ein paar andere Städte. Und das war natürlich toll, weil ich konnte meinen Eltern alles zeigen. Ich konnte mit den Taxifahrern reden oder sowas. Ich konnte ihnen zeigen, was ich gelernt habe. Das war auch schön. Geblieben ist eine enge Freundschaft zu ihrer gleichaltrigen Gastschwester. Liang Nur hat Antonia und ihre Familie danach schon in Deutschland besucht. Jetzt will sie in den USA ein Studium beginnen. Dass Antonia dorthin reisen will, ist bereits verabredet. Antonia aus Berlin war in China, Anja Nils berichtete. Daniela Weißner von Kultur Live, wie findet man das richtige Land oder wie findet der Jugendliche, die Jugendliche das richtige Land für sich? Ich glaube, die erste Wahl ist immer die, welche Sprache möchte ich lernen, welche Sprache möchte ich intensivieren. Viele gehen natürlich in englischsprachige Länder, aber es gibt auch viele, wie wir jetzt auch in der Runde haben, die sagen, wir möchten eine andere Sprache lernen oder intensivieren. Frankreich ist auf jeden Fall auch ein Land, was wir anbieten. Dann auch Spanisch, sofern es halt eine Affinität dazu gibt von den Jugendlichen. Genau, das ist mit Sicherheit das erste Kriterium. Dann kommt es so ein bisschen darauf an, was möchte man vielleicht neben der Schule für Sportarten machen. Schüler, die gerne Skifahren oder gerne Surfen, Wassersportarten machen. Da geht es dann eben auch danach, welche Länder weiter in Frage kommen. Frau van Krasdorf, was machen Sie? Wie gehen Sie ran? Ja, also ich stimme einerseits dem zu, was Frau Weißner sagte. Andererseits, ich gehe durchaus gerne auch nach Klimatypen. Es gibt Schüler, die einfach mal ein komplett anderes Klima erleben wollen, vielleicht auch am Meer leben wollen, rund das ganze Jahr rundum Wärme haben möchten, also was ganz Neues erleben. Da kann man so ein bisschen sondieren und fragen. Dann ist logisch natürlich auch das Budget eine ganz wichtige Frage. Wir haben Kunden, die sagen uns, unser Limit ist bei 10.000 Euro. Was geht denn da überhaupt? Und dann fallen leider einige Länder natürlich weg, aber wir ebenso wie auch wirklich eine Reihe an anderen Organisationen haben durchaus Programme, wo man ein ganzes Jahr weggehen kann und um diese 10.000 Euro durchaus sogar darunter bleiben kann. Wie machen es die Rotarier? Ja, wir bieten den Kindern, den Jugendlichen bei den ersten Informationsveranstaltungen eine Begegnung mit ehemaligen Austauschschülern, die in Ländern waren, die nicht so im Fokus der Eltern und auch nicht der Jugendlichen stecken. Und zum Beispiel? Ja, zum Beispiel den ganzen südamerikanischen Kontinent mit den kleineren Ländern neben Brasilien und Argentinien. Vor allen Dingen aber auch bewerben wir dort die asiatischen Länder und es ist sehr erstaunlich, eigentlich aber auch überzeugender, als wenn wir diese Programme verkaufen und die Länder, dass die Jugendlichen ihnen erzählen, die dort waren. Und dann kippt diese ursprüngliche Fixierung auf ein entsprechendes Land oder auf eine entsprechende Sprache total um und es gibt dann nochmal eine neue Orientierung nach diesen Informationsveranstaltungen und die Länder sind dann deutlich andere als ursprünglich. Mhm. Osteuropa haben Sie auch im Angebot zum Beispiel. Frau Spross, Sie wollten als Mutter noch was ergänzen. Ja, ich kann mich nicht weit aus dem Fenster lehnen. Meine Söhne waren beide in englischsprachigen Ländern, wiewohl Südafrika und Kanada ganz unterschiedlich. Aber ich muss sagen, dass ich auch die Idee des Kulturaustausches und des interkulturellen Lernens, das steht bei mir an allererster Stelle. Ich hätte es durchaus unterstützt, wenn jetzt einer gesagt hätte, ich traue mich, ich gehe nach Spanien, obwohl ich kein, oder nach Costa Rica, obwohl ich kein Spanisch kann. Insofern die beiden Beispiele Brasilien, die wir hier hatten, oder auch China, finde ich wunderbar. Wir haben eben über Kosten gesprochen. Die können ordentlich variieren. Das hängt auch davon ab, wie viele Extras man wählt. Frage an Adrian Spross und an Karl Witkowski. Vielleicht fangen wir mit Adrian an. Was hatten Sie an Vorbereitungsseminaren oder, ich weiß nicht, Stopover in New York 3 Tage? Da gibt es ja alles Mögliche an Schnickschnack. Genau, da gab es mehrere Angebote. Allerdings habe ich mich dann einfach für kein weiteres extra entschieden, weil ich es erstens nicht für allzu nötig jetzt persönlich gesehen habe und zweitens dann auch ja halt insgesamt mehr auch kostet und deswegen haben wir es dann nicht gemacht. Karl Witkowski, was hatten Sie an Vorbereitung und was war hilfreich? Also an Vorbereitung gab es 2 Treffen, die man vorher in Deutschland hier hatte.
Man hatte sich beim ersten Mal mit Katrin Feldhege getroffen, die Leiterin hier in meinem Distrikt in Berlin war. Also über einen Rotary Club, ne? Richtig. Das ist alles ehrenamtlich, muss man auch hier richtig dazu sagen. Und beim zweiten Mal waren Rotexer dabei. Rotexer sind ehemalige Austauschschüler, wie Rainer auch schon angesprochen hat, die ihre Erfahrungen nochmal teilen. Und selber im Land hatte ich dann eine Reise noch mitgemacht, die über Rotary auch mitorganisiert war. Also mit anderen Schülern, Austauschschülern, richtig, die da waren. Aber nicht nur mit Rotary-Austauschschülern. Also ich war selber im Amazonas, in Manaus, und bin dann flussaufwärts den Rio Negro hochgefahren. Und dabei waren auch andere Austauschorganisationen dabei. Mhm. Was sagt die Verbraucherschützerin, diese ganzen Extras, die es da so gibt, was würden Sie empfehlen? Also auf alle Fälle die Vorbereitung hier in Deutschland, dass die Schüler wirklich auf den Aufenthalt vorbereitet werden, dass sie wissen, wie sie sich zu verhalten haben, dass sie wissen, dass sie die Regeln unbedingt beachten müssen. Ansonsten gibt es Disziplinarverfahren und das kann bis zum Abbruch gehen. Also Vorbereitung ist wichtig, ob da jetzt so Sightseeing-Tour in New York wichtig ist. Klar, für die Schüler schon, aber nicht wirklich für das Programm. Sie kommen irgendwo ins Hinterland und da herrschen wieder ganz andere Sitten und Verhältnisse wie in New York zum Beispiel. Frau van Grasdorf von GLS, welche Regeln sind das zum Beispiel? Also allen voran gilt die Regel wahrscheinlich bei allen Organisationen, kein Konsum und kein Besitz von Alkohol und Drogen. Und das kann ich gleich hinterher schieben, das ist wahrscheinlich auch die Regel, die am meisten gebrochen wird, obwohl sie eigentlich so eindeutig ist. Wir haben teilweise auch Eltern, die sagen, na, aber Bier ist doch kein Alkohol. Das sind wahrscheinlich so die deutschen Eltern, wo ja gerne Bier getrunken wird. Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe an anderen Regeln. Das kann durchaus auch die Integration in die Gastfamilie sein. Wir haben immer wieder mal Schüler, die letztlich die Gastfamilie dann wie so ein Hotel sehen und eigentlich nur zum Schlafen kommen. Und das gibt Gastfamilien, die das eben nicht so schön finden, weil sie ja den Schüler auch aufgenommen haben, um mit dem Zeit zu verbringen. Und das ist eine Regel, man kann wegen diesem Regelbruch tatsächlich nach Hause geschickt werden. Allerdings passiert das nicht im Handumdrehen. Es gibt in der Regel eigentlich immer erstmal eine Verwarnung und dann kann der Schüler kriegt sozusagen eine zweite Chance und kann nochmal zeigen, oh ja, ich habe Mist gebaut, aber ich kann euch zeigen, ich kann das besser. Es werden auch immer wirklich beide Seiten betrachtet. Manchmal gibt es einfach auch in der Familie Situationen, die zu so einem Regelbruch führen können. Es ist ja auch nicht immer so ganz leicht, sich zu integrieren in eine Familie. Und darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe an anderen Regeln, eben Verhaltensweisen in der Schule, dass man auch wirklich sich bemühen sollte, gute Noten zu haben nach einer gewissen Zeit. Man darf in der Regel keine motorbetriebenen Fahrzeuge fahren etc. Frau Weißner, haben Sie noch was anzufügen? Und auch wer springt bei Ihnen zum Beispiel ein, wenn es da in Kanada Probleme gibt? Wer ist da Ihr Partner? Weil das ist ja jetzt alles sehr anonym. Genau. Also wir arbeiten jetzt um das Beispiel Kanada näher zu erläutern, mit den Schuldistrikten zusammen. Das bedeutet, dass die öffentlichen Schulen in Kanada einem Schuldistrikt unterliegt sind und die Ansprechpartner, unsere Ansprechpartner sind wirklich die Kollegen aus dem Schuldistrikt. Der Schüler vor Ort hat allerdings eine Reihe von Ansprechpartnern, die er auch bei den Einführungsveranstaltungen bei Ankunft im Land kennenlernt. Es gibt jemanden in der Schule, der ansprechbar ist für die internationalen Schüler und für alle anderen Schüler natürlich auch. Wir haben sogenannte Homestay-Koordinatoren, sprich Gastfamilien, Betreuer, Betreuerinnen, die auch ihre Handynummern an die Schüler geben. Das heißt, auch nach den normalen Bürozeiten am Wochenende abends haben die Schüler eine Reihe von Kontaktpersonen, die sie vor Ort kontaktieren können. Und wir für Culture Life bieten eben auch eine Notfallnummer an, die ist rund um die Uhr besetzt. Da helfen wir auch von hier aus, so wie wir können. Das würde ich gerne gleich ergänzen, aber ich sehe gerade, wir haben einen Hörer in der Leitung, Andreas Amann. Sie waren vor 40 Jahren als Schüler in den USA. Was haben Sie mitgenommen? Genau. Also wir sind ja hier in einer Marktplatzsendung und ich wollte mal dazu etwas sagen, was investieren Eltern, wenn sie ihren Kindern so etwas ermöglichen. Also das eine ist, schon angesprochen worden, die Vorbereitung und die Betreuung während des Jahres, die war bei mir hervorragend, ist ganz wichtig. Und das andere ist, ich bin jetzt noch mit einer Schulfreundin in Kontakt,
Und wir bereiten jetzt eine Schulpartnerschaft vor. Sie arbeitet in einer Schule, meine Partnerin hier in Berlin arbeitet in einer Schule. Und dadurch, dass ich in der Schweiz aufgewachsen bin, wollen wir jetzt so eine Dreiecks-Schulpartnerschaft aufbauen. Und das, unsere Beziehung ist heute noch genauso frisch und so lebendig wie damals vor 40 Jahren. Also, und das, also Sie haben sehr viel mitgenommen, das heißt eine positiv über so viele Jahrzehnte ein Rückblick in die USA. Ganz genau. Ganz vielen Dank. Adrian Spross, bei Ihnen lief das aber, Sie sagten, es war schön, aber es lief trotzdem nicht so ganz glatt mit der Gastfamilie. Und die Unterstützung war dann doch nicht so gut vom Schuldistrikt oder wie war das? Würde ich so jetzt nicht sagen. Die Unterstützung war eigentlich schon da. Einfach vom, jetzt, ich sag mal, die Koordinatorin hat dann schon das in die Wege geleitet und auch. Wir wollten die Familie wechseln, weil es nicht genau, so gut lief. Richtig, genau, nach 2,5 Monaten. Und das verlief eigentlich reibungslos. Also, das war kein Problem, nur in anderen Dingen oder einfach auch jetzt von der Sympathie her gab es da ein paar Komplikationen mit der Koordinatorin, aber an sich lief das dann ganz gut mit dem Wechsel. Ja, ja, Frau Spross? Ja, dazu würde ich gerne was ergänzen, weil Sie hatten vorhin das gesagt, Frau Grasdorf, dass manche Schüler oder Schülerinnen sich dann in der Gastfamilie so benehmen, als würden sie im Hotel wohnen. Und das Gleiche muss man allerdings auch von manchen Gastfamilien sagen, dass die eben im Grunde genommen auch sagen, okay, wir haben jetzt hier drei Schüler parallel, wir haben ein großes Haus, insofern der Platz ist da, wir bekommen für die Schüler eben auch ein gewisses Geld. In Kanada, nicht überall. Das war in Kanada so, das wusste ich vorher allerdings nicht, muss ich sagen. Fand ich intransparent im Übrigen auch von der Organisation, mit der wir gegangen oder mit der unser Sohn gegangen ist. Und das war eben in der ersten Gastfamilie, von der Adrian gerade sprach, eben so ein bisschen das Problem. Das heißt, die haben natürlich für Essen gesorgt und die waren irgendwie auch ansprechbar, aber es fehlte einfach so das persönliche Interesse und die Bindung. Und das war dann der Grund, warum wir ihn auch ermuntert haben, einen Gastfamilienwechsel anzustreben, was sich dann im Übrigen sehr gelohnt hat. Und er ist dann in Kanada, obwohl das englischsprachig die Region ist, in eine französischsprachige Familie gegangen, was ich relativ mutig fand und ist aber sehr, sehr begeistert gewesen. Mhm. Frau Engler, ganz kurz Moment, kurz Frau Engler, okay. Und diese Probleme mit der Betreuung vor Ort, wird das oft bei Ihnen gemeldet oder? Ja, das ist Problem Nummer eins. Das Verhältnis in der Gastfamilie beziehungsweise das Verhältnis Betreuer oder Koordinator Gastfamilie. Es ist halt so, man muss es wirklich sagen, in Amerika gibt es ja zwei Programme, also einmal, wo die Gastfamilie bezahlt wird und einmal, wo die Gastfamilie ehrenamtlich arbeitet. Und die ehrenamtlichen Gastfamilien, die ja wirklich auch den Schüler finanzieren, die haben natürlich große Herausforderungen und große Anforderungen an den Schülern, was eine große Herausforderung für den Schüler ist. Und diese Familienregeln, die da aufgestellt werden, die können wirklich von dem Schüler nicht immer erfüllt werden, auch wenn er bemüht ist, sie zu erfüllen. Manchmal wollen sie natürlich auch nicht erfüllt werden. Und da muss er sich mit dem Problem, was er in der Gastfamilie hat, muss er sich an den Betreuer wenden. Und der Betreuer ist natürlich häufig mit der Gastfamilie verbandelt, verwandtschaftlich oder wie auch immer, und hält dann zu der Gastfamilie. Also ein Gastfamilienwechsel in den USA ist schwierig. In den USA ist es auch immer schwieriger, ehrenamtliche Gastfamilien zu finden, weil dort dieses Programm auch inzwischen praktiziert wird, wo die Gastfamilien bezahlt werden. Was übrigens auch in Kanada, Australien, Neuseeland der Fall ist. Da gibt es nur dieses bezahlte Programm, wo man dann aber auch die Wahl hat, entweder den Schuldistrikt oder die Schule zu wählen. Bei diesem ehrenamtlichen Programm, bei diesem J1-Programm wird man landesweit platziert. Eine wirklich große Herausforderung für den Schüler. Frau Weißner und Frau van Grasdorf. Ja, dazu Stellung nehmend. Ja, genau. Ja, also grundsätzlich, ich stimme Frau Spross da zu. Das ist ganz klar, so wie ich sagte, man muss wirklich immer beide Seiten anschauen. Gerade wenn es um Gastfamilienwechsel geht oder Integration in die Gastfamilie, so wie bei eigentlich allen Konflikten ist das selten nur einer oder eine Seite, die damit reinspielt.
Und es ist eben wirklich nicht leicht, sich in so eine fremde Familie zu integrieren, die vielleicht ganz andere Vorstellungen hat, die die Regeln auch nicht an den Kühlschrank gepinnt hat, wie man sich verhalten soll. Und wir erleben das eben auch immer wieder, dass Schüler auch lange zögern, lange hinnehmen, wie das in der Gastfamilie läuft und hinterher ganz glücklich sind, wenn sie doch diesen Schritt machen und darum bitten, dass es eine neue Gastfamilie gibt und dass sie eben umziehen und das auch sozusagen als neuen Start nochmal sehen und vielleicht auch einfach eine komplett andere Form von Familienzusammenleben erleben dabei. Ja, Frau Weißner? Dazu möchte ich auch gerne noch ergänzen, dass ich glaube einfach oder unsere Erfahrung ist, dass zu jedem Schüler, zu jeder Persönlichkeit des Schülers auch eine bestimmte Gastfamilie passt. Also es gibt mit Sicherheit durchaus Schüler, die schon sehr selbstständig ins Ausland gehen und das ganz toll finden, dass sie eben von einer Gastfamilie, also da auch ein bisschen Freiraum haben, natürlich innerhalb der Regeln, die aufgestellt werden, sich zu bewegen, sich mit Freunden zu treffen. Und dann gibt es andersrum wieder Familien, die das eben auch gut finden, dass die Schüler schon ein bisschen selbstständig sind, selber entdecken, mit Freunden unterwegs sind. Und genauso gibt es auch Schüler, gerade durch G8 sind die einfach ein bisschen jünger. Das heißt, sie möchten vielleicht auch engeren Familienkontakt. Sie möchten eine größere Integration spüren und dann passen auch wieder bestimmte Gastfamilien. Von daher kann man gar nicht so pauschal sagen, welche Familien für welche Schüler so pauschal immer geeignet sind. Die Platzierung von den Partnern vor Ort erfolgt ja erstmal auch auf dem Papier. Also das heißt, sie sehen die Anmeldeunterlagen des Schülers, schauen, welche Gastfamilie könnte passen, vielleicht von den Interessen her, von den Hobbys, die auch die Familie hat. Und ob die Chemie dann aber wirklich stimmt, das ist dann wirklich der nächste Schritt. Und das geht eigentlich nur, wenn dann die Schüler vor Ort sind. Einer Tümmers von Rotary noch ganz kurz als Ergänzung. Sie haben im Vorgespräch gesagt, die ersten 4 Wochen will ich keine Klagen hören. Ja, also das ist natürlich für die Jugendlichen eine große Herausforderung. Eine andere Kultur, andere Schulformen, neue Sprache. Und da sage ich immer, das ist ein Teil des Programmes, sich da zurechtzufinden. Und Klagen von Müttern, die sagen, meine Tochter hat am Telefon geweint, die möchte ich in den ersten 4 Wochen nicht hören. Die Kinder sollen sich vor Ort mit diesen Problemen auseinandersetzen und so das angehen, wie sie es zu Hause machen, indem sie die Probleme ansprechen und versuchen, sie zu klären. Aber wenn es länger dauert, gehen Sie drauf ein. Wenn es länger dauert, gibt es durchaus Ankerplätze, wo die Kinder sich ausschütten können. Da gibt es Betreuer, die ein offenes Ohr für die Kinder haben. Und wenn es ganz heftig kommt, dann schaltet man uns hier in Deutschland ein und dann kriegen wir das mit den Kollegen, die vor Ort auch Rotarier sind, immer wieder geregelt. Jan Tengler hat die ersten Hörerfragen mit ins Studio gebracht. Es gibt ein Problem, das tatsächlich länger angehalten hat. In Malaysia ist das aufgetreten. Ein Vater aus Lüneburg hat angerufen, seine Tochter ist da gewesen und es wurde versucht, diese Tochter zum Islam zu bekehren. Und zwar derart heftig, dass die medizinische Probleme dann entwickelt hat und auch zurückkommen musste. Die Frage ist, gibt es sowas häufiger, dass in Bezug auf Religion Bekehrungsversuche da sind und das eben ein spezielles Problem ist? Das ist ja in den USA möglicherweise auch. Also wir haben einen Fall gehabt, wo das betroffene Kind, der betroffene Jugendliche sich an die Eltern gewandt hat, war in einer Mormonenfamilie und die haben auch streng nach den Regeln gelebt, aber es bestand in der Tat keine Absicht, dieses Kind in diese Glaubensrichtung zu manipulieren. Aber es war der Verdacht entstanden und dann haben wir entsprechend reagiert und haben gesagt, bitte dieses Kind aus der Familie raus, damit da kein Verdacht entsteht. Eine Frage an Frau Engler, auch als Verbraucherschützerin. Darf ich in so einem Fall den Vertrag abbrechen, das Kind zurückholen? Kriege ich das Geld zurück? Ja, also zunächst gerade in den USA mit den Mormonen. Es steht in den Statuten drin, in den Statuten vom Auswärtigen Amt, dass also die Kinder nicht missioniert werden dürfen. Das steht in den Regeln drin. Aber natürlich, was innerhalb der Familie passiert, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Natürlich, man muss zuerst Abhilfe verlangen. Das ist ein ganz wichtiger juristischer Schritt, dass das Kind dann oder der Jugendliche in eine andere Gastfamilie kommt. Und wenn dem nicht nachgekommen wird, dann hat man das Recht, das Programm fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen. Ob die Organisation natürlich dann Geld zurückzahlt, das ist eine andere Frage. Da muss man dann womöglich vor Gericht gehen. Und der Richter entscheidet dann, ob diese Kündigung berechtigt war oder nicht.
Und man kann sich jedenfalls auch an die Aktion, an die ABI, Aktion Bildungsinformation wenden, um Unterstützung zu erhalten. Also ich berate nicht nur, ich bin ja auch Autorin von verschiedenen Broschüren in diesem Bereich, sondern helfe, versuche auch in diesen Beschwerden zu helfen. Jan Dengler. Ein Aspekt, der häufiger aufgetaucht ist, ist die Frage nach Vorerkrankungen, überhaupt Erkrankungen bis hin zu Behinderungen. Wenn jemand zum Beispiel körperlich behindert ist und trotzdem sowas machen möchte, ist das genauso gut möglich? Worauf muss man achten? Was ist mit Allergien? Ein Fall von Herrn Norf aus Berlin, sogar ein Fall von Epilepsie, aber trotzdem der Wunsch, ins Ausland zu gehen. Also es gibt Medikamente, ja. Vielleicht Frau Weisner, Frau von Grasdorf? Da kann ich gerne erstmal darauf antworten. Und zwar ist es so, dass wir im Vorgespräch, also telefonisch oder in der Beratung, solche Dinge auch schon mal ansprechen. Meistens ist es aber so, dass Eltern sich direkt mit dieser Problematik an uns wenden. Und dann kommt es wirklich darauf an, was ist das für eine Art, entweder von Behinderung, Allergien etc. Gerade Lebensmittelallergien, Gluten, Zöliakie. Ist zum Beispiel im Moment ein Thema, was vermehrt auftritt. Und wir, also ich habe mir das dann, mache das so, dass ich dann die Partner vor Ort mit ins Boot hole, also sprich Kontakt aufnehme nach Neuseeland, Kanada etc. und frage, was es für Möglichkeiten gibt. Gerade im Hinblick auf Behinderungen, was also körperlicher Art, kann das Kind sich alleine anziehen, braucht es Hilfe bei welchen Tätigkeiten etc. ist es immer ganz gut, mit den Partnern Kontakt aufzunehmen. Also wir lehnen nichts grundsätzlich ab, sondern fragen dann halt die ausländischen Kollegen. Wie gehen die Rotarier damit um? Ja, wir machen auch einen Medizincheck und haben dann einen Überblick beispielsweise über Allergien, relativ einfach zu handhaben. Aber wir haben auch schon schwere Fälle gehabt mit Epilepsie und vor allen Dingen psychischen Krankheiten ist es etwas schwieriger, mitunter auch so stark. Wir hatten mal einen Fall eines Mädels, das hatte schon mal einen Selbstmordversuch gemacht und ist dann trotzdem durch die erste Stufe der Selektion durchgekommen. Und dann haben wir aber nachher gesagt zu dem Rotary Club, bitte, dieses Kind möchten wir keinem zumuten im Ausland. Wir halten es nicht für therapiefähig und wir sind auch nicht diejenigen, die Therapien durchführen. Und dann hat der Rotary Club das Kind auch zurückgezogen. Wie würden Sie mit so einem Fall von Epilepsie umgehen? Damit kann man ja umgehen. Man muss sich halt ein bisschen drauf einstellen. Da kann man mit umgehen und man muss dann sicherlich auch die Frage stellen, welches Gastland ist in der Lage, so etwas am besten zu beheben oder zu bewältigen. Und unter medizinischen Aspekten ist einfach die USA immer noch das Land, was wir dann empfehlen. Und dann muss vor Ort geschaut werden, ob es dort einen Club gibt, der auch in der Lage ist, eine solche Behinderung zu handeln und das auch zu wollen. Den Jahresvorrat ist auch eine konkrete Frage, an Medikamenten zum Beispiel mitzunehmen. Ist das problemlos möglich? Was muss da passieren, wenn man wirklich viel Medikamente braucht, die auch nicht eben handelsüblich sind? Da lässt auch nicht jedes Land einfach Medikamente rein, ne? Mit Zollerklärung. Ja. Weißt du? Ja, also wir empfehlen den Schülern immer dann, den behandelten Arzt zu bitten, eine entsprechende Bestätigung auf Englisch auszustellen, die mit entweder ins Handgepäck oder in den Koffer gelegt wird. Das heißt, wenn man bei Ankunft dann durch den Zoll geht, man muss ja angeben auf den Einreisepapieren, die man im Flugzeug erhält, was man einführt. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich begleite auch ab und zu Schülergruppen ins Ausland und hatte eine Schülerin, die sich während des Fluges auch Insulin spritzen muss. Und das war mit einer ärztlichen Bestätigung auf Englisch mit einer kurzen Erklärung dann im Security-Bereich überhaupt kein Problem, das mitzunehmen. Karl Witkowski, apropos Flug, sind Sie in der Gruppe geflogen? Sind Sie alleine geflogen? Was würden Sie empfehlen? Muss da ein Betreuer dabei sein? Also ich bin selber mit einem Gruppenflug geflogen. Mit Betreuer? Auch, richtig. Ohne Betreuer. Aber der Gruppenflug wurde auch über Rotary organisiert, sodass man wirklich am Ende nur bezahlen musste. Es ist aber auch möglich, allein zu fliegen. Ich fand es aber schon sehr angenehm, am Anfang mit der Gruppe zu fliegen, dass alle sich in Frankfurt getroffen haben und dann nach Brasilien von da aus geflogen sind und man sich halt mit anderen Leuten über die gleichen Sachen unterhalten konnte und einfach vielleicht so ein bisschen Anspannung verloren hat und auch einfach so Vorfreude entwickelt hat. Weil jetzt alle wussten, dass sie in dem Moment ihr Austauschjahr beginnen und es auf jeden Fall eine sehr schöne Stimmung war. Adrian Spross, ganz kurz, sind Sie alleine geflogen, betreut, in der Gruppe?
Nee, genau. Ich habe dann die andere Option gewählt. Ich bin alleine geflogen, habe nicht diesen Gruppenfluch. Und Sie mussten umsteigen, den, ne? Gruppenflug gebucht. Ja. Nee, ich bin direkt geflogen von Frankfurt nach Halifax. Okay. Genau. Nur auf dem Rückweg musste ich dann von Halifax nach Toronto, nach Dublin, nach Düsseldorf. Das war aber das war dann auch kein Problem eigentlich. Aber haben Sie die Gruppe vermisst auf dem Hinflug? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe zwar auf diesen Vorbereitungsseminaren ja auch viele Leute kennengelernt, die auch nach Kanada gefahren sind, aber ich glaube jetzt direkt von diesen Seminaren sind dann auch keine nach Nova Scotia beziehungsweise in meinen Bezirk da geflogen. Und von daher ging das sehr gut alleine. Aber kann ja jeder machen, wie er das möchte. Wie er möchte und auch wählen, entsprechend mit der Organisation. Und Ihre Fragen zum Thema Auslandsschuljahr beantworten hier im Studio. Daniela Weißner von Kultur Live aus Kiel zugeschaltet. Maja van Grasdorf von GLS, Sprachzentrum Berlin. Karl Witkowski, der in Brasilien war als Austauschschüler. Adrian Spross wiederum war in Kanada. Und seine Mutter Katja Spross hatte zwei Söhne im Auslandsschuljahr. Rainer Thümmers ist von Rotary Jugenddienst. Und Barbara Engler von den Verbraucherschützern der Aktion Bildungsinformation. Und mein Name ist Jule Reimer. Hier kam der Hinweis, man muss sich bei jedem Land genau informieren, welche Impfungen notwendig sind, die dann auch rigide gefordert werden bei der Einreise. Die Frage, die sich anschließt, wäre dann in die Runde, welche Versicherungen sind denn unbedingt notwendig? Die Kanadier zum Beispiel haben automatisch eine Krankenversicherung in den Kosten der Schuldistrikte dabei. Frau van Grasdorf, braucht man dann zusätzlich noch eine Auslandskrankenversicherung in diesem Fall? Das hängt, also bei Kanada ist es so ein bisschen die eigene Entscheidung, wie viel Risiko man fahren möchte. Das ist bei ein paar wenigen anderen Ländern ebenso, wo schon eine Versicherung inkludiert ist durch die Partner. Man kann das dann teilweise durch eine sogenannte Restkostenversicherung aufstocken. Da sollte man sich auch unbedingt gut überlegen, ob man das Geld dafür doch noch in die Hand nimmt. Wegen Rücktransport? Ja, ganz genau. Das ist so mit ein ganz wichtiger Punkt. Oder dass eben zum Beispiel die Eltern kostenfrei hinfliegen können, vor Ort untergebracht werden etc. Einfach wirklich für den Notfall. Und wenn man sich die Gesamtsumme ansieht, sind dann in Anführungsstrichen, diese Summe sollte dann vielleicht doch auch noch mit dazugelegt werden. Ansonsten ist das je nach Land, je nach Produkt ganz unterschiedlich. Jeder Schüler braucht in der Regel eine Auslandskranken- und eine Auslandshaftpflichtversicherung. Und in den meisten Fällen kann man aber tatsächlich auch seine eigene Versicherung dann damit beauftragen. Die eigene Haftpflichtversicherung nutzen? Die sowieso, aber vor allem Auslandskrankenversicherung sollte man einfach bei der eigenen Versicherung fragen, was gibt es für Optionen, was kostet das? Die meisten Anbieter haben aber auch ein Paket, was eigens für so Austauschschüler eben geschnürt ist und für diese notwendigen Konditionen dann eben auch darauf praktisch eingeht. Herr Thümmer schüttelt den Kopf wegen der Haftpflichtversicherung in Deutschland fürs Ausland? Die Versicherungspakete generell. Also wir haben die Versicherungsbedingungen werden von den aufnehmenden Ländern definiert, die sich nach einem vorgegebenen Standard, was abgedeckt ist, richten. Und insofern gelten die hier abgeschlossenen Versicherungen, vor allen Dingen auch Krankenversicherungen, die privat abgeschlossen sind, im Ausland in aller Regel nicht. Okay, aber unsere wenn ich hier eine Auslandsversicherung abschließen würde, dann ist die ja ausdrücklich fürs Ausland. Ich muss nur aufpassen, dass es eine ist, die auch für den Zeitraum gilt. Also diese Ferienversicherung von 45 Tagen, die gelten nicht, wenn man ein halbes Jahr weg ist. Wenn ich jetzt ein ganzes Jahr weggehe, dann muss der Distrikt, wo ich hingehe, mir sagen, was es kostet. Und in den USA ist das mittlerweile auf einem relativ hohen Niveau von bis 800, 900 Dollar. Die Kinder, die zu uns hier reinkommen, bezahlen für Haftpflicht und Krankenversicherung 500 Euro fürs ganze Jahr. Okay, also große Unterschiede, genau vorher informieren. Kosten, Intransparenz, Frau Spross, Sie hatten das schon mal angesprochen. Was hat Sie da gestört? Ja, ich wusste nicht, dass in Kanada die Gastfamilien doch einen relativ großen Betrag von 500 Euro pro Familie bekommen. Und wie gesagt, bei der ersten Gastfamilie hatte ich da, ja, stimmt vielleicht nicht, aber ich hatte eben so ein bisschen den Eindruck, die hatten dann immer drei Gastschüler parallel und da kommt ja doch eine ganze Summe zusammen. Und insgesamt muss man sagen, so ein Auslandsaufenthalt ist teuer und man muss sich gut überlegen,
ob man das Geld in die Hand nimmt. Ich finde im Nachhinein, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, aber es gibt eben da sehr große Unterschiede. Und wenn man bereit ist, in vielleicht nicht ganz so beliebtes Land zu gehen, dann kann man eben unter Umständen Kosten sparen und eben auch auf gewisse Extras zu verzichten. Also klar, wenn ich jetzt sage, mein Kind soll nach Australien und bitte auch surfen und der begleitete Flug und noch, ich weiß nicht was, dann bezahle ich natürlich deutlich mehr. Das muss man sich im Vorhinein überlegen. Insgesamt aber, die Kritik möchte ich mal loswerden, finde ich eigentlich ist sehr intransparent. Man weiß nicht, wie viel Geld bekommen die Familien, wie viel Geld bekommt eventuell ein Schuldistrikt, wie viel Geld bekommt die Organisation. Frau van Grasdorf und Frau Weißner. Ja, kann ich gerne zu antworten. Ja, also uns wird natürlich die Frage auch immer wieder mal gestellt, wo geht das ganze Geld hin? Wir schlüsseln das natürlich nicht ganz im Detail auf, also auch was bekommt die Organisation, das ist beim Autokauf letztlich genauso, weiß ich auch nicht, was die Reifen kosten, was das Lenkrad und was der Verkäufer an Provision bekommt. Ich denke, so viel Vertrauen sollte möglichst dann auch bestehen zwischen dem Kunden und der Organisation, aber grundsätzlich finden wir das sehr wichtig, dass im Vorfeld, vor Vertragsabschluss, transparent dargelegt wird, was kommt an Kosten auf den Kunden zu, gerade auch sowas, erhalten die Gastfamilien finanzielle Unterstützung oder nicht. Und dann muss der Kunde aber Sie für sagen sich nicht, wie viel. Das steht ja bei den kanadischen Schulbezirken ganz eindeutig auf deren Webseiten. Wir sagen das, je nachdem, wie wir gefragt werden, wie das ganze Beratungsgespräch ist, sagen wir das durchaus schon. Wir wissen es teilweise nicht en Detail, aber wir sagen durchaus auch, das können 500, 600 Euro sein. Und wir sagen tatsächlich auch dazu, das ist auch meine persönliche Meinung, wenn eine Familie 3 Kinder aufnimmt und für jedes Kind 600 Euro bekommt, selbst wenn das in Vancouver ist, in einer relativ teuren Stadt, bleibt da wahrscheinlich am Ende Geld übrig. Solange eine Gastfamilie dem Kind trotzdem das Gefühl gibt, hey, wir haben dich gerne und wir freuen uns, dass du hier bist und du bist Teil unserer Familie, ist das aus meiner Sicht in Ordnung. Wenn uns aber ein Schüler sagt, ich habe das Gefühl, die machen das hier nur so Bed and Breakfast und wollen mich eigentlich nicht, dann ist das für uns ganz klar ein Grund, dieses Kind aus der Familie rauszunehmen. Wir hatten in Costa Rica eine Schülerin, die hat gesagt, ich merke schon, die brauchen das Geld, aber die sind so herzlich und ich finde das in Ordnung. Ich könnte sonst gar nicht in das Land hier gehen. Also das muss jeder auch so ein bisschen für sich entscheiden. Mhm. Aber wir wollen natürlich nicht, dass ein Schüler in eine Familie geht, die sich eigentlich nur für das Geld interessiert und nicht für das Kind an sich. Ja. Frau Weißner? Kann ich nur bestätigen. Also wir haben sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht, wie Sie das gerade schildern, Frau van Grasdorf. Und ich glaube auch, man darf halt nicht vergessen, dass die Gastfamilien ja auch die Aufsichtspflicht für die ganze Zeit, also 24 Stunden am Tag für die Schüler haben. Von daher finde ich eine Aufwandsentschädigung, die eben auch so Sachen wie Lebensmittel, Strom, Wasser, was in vielen Ländern deutlich teurer ist als in Deutschland, abdeckt, einfach auch in Ordnung. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, zumindest ist das die Rückmeldung von unseren Partnern im Ausland, dass die Familien, die sich ausschließlich um das Geld verdienen angemeldet haben, dass die einfach nicht über Jahre dabei bleiben, sondern eigentlich ist es so, dass die dann wirklich nach einer Weile sagen, ach, das ist ja doch viel Betreuung, viel Aufwand, jetzt ist der noch so unselbstständig vielleicht, der Schüler, die Schülerin, sodass die dann das als wirklich Einnahmequelle ganz schnell wieder aufgeben. Kurze Nachfrage, gebe ich mein Sorgerecht, das übertrage ich richtig an jemanden im Ausland, Herr Thomas? Ja, die Verantwortung für das Gastkind übernimmt der Rotary Club vor Ort. Ja, beziehungsweise dann in den anderen Fällen der Schuldistrikt oder die Partnerorganisation. Ja, und klar, der Elternwille gilt letztlich immer. Also wenn die Eltern sagen, wir wollen unser Kind zurückholen, aus welchen Gründen auch immer, dann können wir nur sagen, wir wickeln das ab, ja. Aber die Hoheit über dieses Kind gibt man letztendlich ab. Wichtiger Aspekt, ne? Ja, das macht, wenn ich da... Entschuldigung, wir wollten mit den Hörerfragen jetzt ganz dringend weitermachen. Nee, es gab eine konkrete Nachfrage jetzt auch gerade eben zu dem Geld bezahlen. Und wenn es einen Wechsel gibt, wenn ein Wechsel stattgefunden hat, dann bekommt die zweite Familie auch nochmal genauso Geld. Anderes Geld muss dann neu gerechnet werden. Frau Weißner. Ja, die neue Gastfamilie bekommt auch Geld. Es hängt davon ab, wie... Zahlt man dann mehr? Darum geht es, glaube ich. Nein, also Kosten für die Kunden, also für die Eltern zu Hause, mehr Kosten gibt es nicht, sondern das wird vor Ort intern geregelt. Und dann auch eine Frage, die schon vorab gestellt wurde von Herrn Bodo Boss, konkret an Sie, Herr Spross, Adrian Spross. Sie sind in Kanada gewesen. Wie viel Taschengeld haben Sie eigentlich bekommen? Ja, das waren, wie viel war das noch? Von den Eltern kriegt man das, ne?
Nee. Ja, also so, ja, 150 oder 120 Euro, ich weiß jetzt tatsächlich so auch nicht mehr genau. Also ungefähr 200 kanadische Dollar pro Monat, würde ich, also ungefähr gesagt. Das sind wie viel Euro? Ja, 120, 130. Von den Eltern? Ja. Von ja, wem gut. kam das? Also von den eigenen Eltern oder von den Gasteltern? Ach so, nee, das kam von den physischen Eltern. Genau. Das muss also, man nochmal extra okay. drauflegen. Ne? Auf den Webseiten steht dann in der Tat auch, rechnen Sie nochmal genau. bei Kanada 200. Also bei Rotary kriegen die Kinder von dem Gastclub ein Taschengeld. Also wir zahlen unseren Kindern hier 75 Euro im Monat. Also tatsächlich auch nochmal Kosten, genau nachgucken, wie viel Geld geht an die Familie und ist da Taschengeld inbegriffen, ja oder nein. Das sind alles eben tatsächlich, apropos Transparenz, Sachen, die nicht immer ganz klar sind, die man sich im Vorfeld genau überlegen muss. Ja, Kosten weiterhin. Ich fasse das nochmal zusammen. Es kostet der Flug, es kosten die Gasteltern, es kosten die ganzen Vorbereitungskosten, nämlich Versicherung, vielleicht medizinische Versorgung, also Impfungen und so weiter und so fort. Und dann ist der Großteil tatsächlich die Unterstützung der Gasteltern. Ist das richtig? Na, das hängt vom Programm ab. Also jetzt von für GLS sprechend, gibt es Programme, in denen die Gastfamilien tatsächlich eine finanzielle Unterstützung bekommen. Es gibt aber auch Programme, in denen die Familien die Schüler auch außerhalb der USA ohne finanzielle Unterstützung aufnehmen. Ehrlicherweise bin ich überrascht, dass es das noch gibt, denn so ein 16-Jähriger, der futtert ja auch eine ganze Menge und es muss Wäsche gewaschen werden etc. Ich finde das toll, dass es das gibt, aber ich glaube, man sollte das vielleicht heutzutage so nicht mehr voraussetzen. Dann sind natürlich je nach Programm erhebliche Kosten aufgrund der Schulgebühren, also gerade allen voran Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien. Genau, das sind in öffentlichen Schulen. Genau, das sind öffentliche Schulen, die sich einfach anders finanzieren als beispielsweise hier in Deutschland. Und wenn man dann so einen Preis hört, 30.000 Euro, da geht wirklich der ganz große Teil in der Regel an die Schule für die Schulgebühren. Allerdings haben diese Schulen eben auch ein unglaublich spannendes Programm. Man hat sehr gute Auswahl, man hat eine super Ausstattung. Unsere Schüler erzählen auch Jahre später davon, wie unterschiedlich diese Schulen eben sind zu dem, was sie von zu Hause hier kennen. Aber auch hier ist ganz klar, so wie wir schon gehört haben, man muss irgendwo auch für sich entscheiden, was ist mir wichtig. Wir haben Schulen in Brasilien oder in Argentinien, die sind ganz einfach. Die Programme sind entsprechend auch deutlich günstiger. Die sind deutlich unter 10.000 Euro. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, was möchte ich mit meinem Auslandsaufenthalt eigentlich? Ja, okay. Und wenn man im Auslandsaufenthalt ist, stellt sich aber auch die Frage, was ist, wenn man zurückkommt? Und das stellt Herr Nikolai Müller-Bromley aus Tecklenburg, richtig. Sie, genau. Ja, guten Tag. Sie haben das Wort. Guten Tag. Ja, wir haben vier Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren. Und meine Frau hat nach dem Abitur ein Jahr in Brasilien verbracht. Ich habe ein Jahr in Frankreich studiert. Meine Frau ist heute beruflich sehr viel in Portugal. Ich mache auch international. Wir sind da sehr affin. Und mir wäre es natürlich am liebsten, jedes unserer vier Kinder würde ein solches Jahr schon in der Schulzeit im Ausland verbringen. Und da stellt sich mir die Frage, die bisher bei Ihnen in Ihrer sehr interessanten Sendung, vielen Dank, noch nicht angeklungen ist. Wie ist es eigentlich mit der Reintegration der im Ausland befindlichen Schülerinnen und Schüler, wenn sie dann wieder nach Deutschland zurückkommen? Einerseits in der Schule muss man automatisch ein Schuljahr mehr einplanen. In wie viel Prozent der Fälle gelingt es dann wieder in dem ursprünglichen Schuljahr Fuß zu fassen? Und zweitens natürlich auch so im sozialen Umfeld. Wie verkraftet man das so, von dem Freundeskreis weg zu sein, gerade in der ist das ja nicht immer vielleicht. Ja. Und das würde mich natürlich auch sehr interessieren, was die beiden Schüler dazu sagen, die genau. ja die Erfahrung gemacht haben. Dann fragen wir mal, vielen Dank, Herr Müller-Bromley, fragen wir als ersten Mal Karl Witkowski, weil der ist schon länger zurück. Okay, also bei mir war das anfangs schon ein Unterschied, obwohl man sich schon relativ schnell wieder in Deutschland selber einlebt und auch mit den Freunden eigentlich keine Probleme hat, wieder zurückzukommen, finde ich. Aber ist natürlich bei jedem auch nochmal unterschiedlich. Und von Rotary selber gab es auch danach noch so Reflexionswochenenden, wo man dann nochmal seine Erlebnisse teilt mit anderen Austauschschülern,
und nochmal darauf eingeht, was man denn selber erlebt hat, um das nochmal so reflektieren zu können. Und in der Schule selber hatte ich eigentlich wenig Probleme. Zu dem Punkt, dass Sie haben keine Klasse wiederholt, Sie sind einfach wieder reingestiegen. Aber das liegt auch daran, dass ich auf einer Schule bin, die noch 13 Jahre hat, so dass ich die Möglichkeit hätte, weil in der Schule, wo man nur 12 Jahre hat und man in der 11. oder 10. Klasse weggeht, muss man natürlich die Klasse wiederholen. Zumindest in den meisten Fällen, denke ich, da man einfach, da die Zeugnisse sonst nicht anerkannt werden können. Adrian Spross? Genau, also bei mir war das so. Sie waren nur ein halbes Jahr weg? Richtig, das ist erstmal auch gesagt so, also 5 Monate. Und ein großer Unterschied auf jeden Fall zu der Schule ist auch, in Kanada hatte man eben nur 4 Fächer, beziehungsweise 5 hatte ich als Ausnahme. Und dann eben wieder zurück in hier die deutsche Schule zu kommen, wo man eben 11, 12 Fächer hat, ist natürlich auch ein großer Unterschied, an dem man sich wieder gewöhnen muss. Und ansonsten habe ich hier Deutschland verlassen, als ich auch noch in der Unterstufe war und bin quasi direkt in die Oberstufe zurückgekommen. Das heißt, das war dann auch eine Veränderung, an die ich mich erst anpassen musste, auch mit vielen neuen Schülern von anderen Schulen, die dann zu uns in die Oberstufe gewechselt sind, mit neuen Fächern, mit einfach relativ vielen neuen Konzepten. Aber das jetzt nach einem Monat bin ich wieder hier, seit einem Monat bin ich wieder hier und so nach einer Zeit kommt man dann auf jeden Fall da rein und kann sich da sehr gut wieder zurückintegrieren. Und vom sozialen Umfeld her, also als ich zurückgekommen bin, kamen auch erstmal alle meine Freunde nach Hause und das war dann auch wieder sozusagen ein Schock, auf einmal die alle wiederzusehen. Ein positiver offensichtlich. Ja, genau, natürlich. Und aber das ist dann eigentlich, also war bei mir gar kein Problem, dann wieder mit den, zu denen zurückzufinden und mit den Sachen. Dankeschön. So, jetzt noch weiter. Ja, noch einmal zurück auf die Kosten, weil das ja doch ein großes und wichtiges Thema ist. Marie Wildermann hat geäußert, dass sie den Eindruck hat, naja, man braucht schon Geld, um sowas sich überhaupt leisten zu können. Es sei denn, man greift zurück auf Förderprogramme oder Stipendien. Da gibt es auch einiges. Wie ist da die Situation? Vielleicht Frau Weißner erstmal. Ja, wir sind eine gemeinnützige Organisation und arbeiten eng mit der Stiftung Nordlicht zusammen. Die Stiftung Nordlicht vergibt Stipendien für sozial engagierte Schüler. Also die Schulnoten sind da nicht wichtig, sondern das soziale Engagement, das Ehrenamt, worum der Teilnehmer sich beschäftigt. Frau van Grasdorf? Ja, also wir haben in der Regel im Jahr zwischen 20.000 und 30.000 Euro, die wir zur Seite legen, eben für Stipendien. Das ist Geld, was wir bei uns letztlich abzwacken, weil wir eben wirklich auch gerne einigen Schülern ermöglichen möchten, so einen Auslandsaufenthalt zu machen, wo sich die Eltern es vielleicht so nicht leisten können. Da gibt es einmal ein Vollstipendium mit dem DFH. Und dann was haben ist wir, DFH? Das ist der Deutsche Fachverband High School. Das ist praktisch so ein bisschen, wir sagen mal, wie der TÜV beim Auto ist das für die Branche so ein Verband, wo eben wirklich ganz klar geguckt wird, dass die Mitglieder sich den bestimmten Qualitätsrichtlinien unterwerfen. Es gibt einen unabhängigen Beirat, der das prüft, etc. Also jedenfalls mit denen arbeiten Sie zusammen. Genau, wir sind da praktisch Mitglied. Und dann haben wir eben eine ganze Reihe an kleineren Stipendien zwischen 1.000 und 3.000, teilweise bis zu 5.000 Euro, für die man sich bewerben kann. Das sind natürlich auf die Summe gesehen wenig Schüler, die dann das auch bekommen. Aber immerhin haben wir eben ein paar Schüler, die wir damit unterstützen können. Wie machen es die Rotarier? Ja, wir haben auch die Möglichkeit, einzelne Fälle mit dem Stipendium zu versorgen. Das ist überschaubar. Das Budget, das sind etwa 12.000 bis 15.000 Euro. Und das wird auch jedes Jahr nach den Kriterien der Bedürftigkeit in den Familien ausgenutzt. Frau Engler. Es gibt ja auch noch den gemeinnützigen Verband der Austauschorganisationen, die vergeben auch Stipendien. Und da gibt es das für USA das PP-Programm, die Hamburger Bildungsbehörde oder Schulbehörde fördert das Programm. Dann gibt es natürlich auch Stipendien der einzelnen Organisationen, ja.
Das heißt, man schaut auch einfach mal im Internet nach, weil es doch eine breite Spanne von Stipendien gibt, auch lokal unter Umständen von Städten, von Bundesländern, von einzelnen Stiftungen. Oder eben tatsächlich auch von der EU. Das hat gerade Frau Franek noch geschrieben, ein Voltaire-Programm, was allerdings den Austausch dann in europäischen Ländern unterstützt. Weiterhin zum Thema tatsächlich auch Austausch bzw. Geld. Es wurde darauf hingewiesen, unter anderem von Frau Eickbusch, ob es nicht noch viel mehr die Idee des Austausches gibt, dass man sagt, man geht vielleicht für ein halbes Jahr oder für 3 Monate weg und es kommt tatsächlich auch die Person, bei der man gewesen ist, zu einem. Kosten minimieren und damit die Idee des Austausches wirklich ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, ist bisher in der Debatte ein bisschen untergegangen. Wie ist das nochmal? Ja, da möchte ich was zu sagen. Also grundsätzlich favorisieren wir dieses Jahr, denn das ganze Jahr bringt auch den totalen Effekt. Also so Halbjahresaustausche können wir aus so organisatorischen Gründen gar nicht stemmen. Aber wenn Sie erleben, wie Kinder sich innerhalb eines Jahres entwickeln, vom Kind zum jungen Erwachsenen, das ist einfach phänomenal. Wir bieten aber auch einen Kurzzeitaustausch zum Schnuppern, wo der Kontakt von Familie zu Familie geht. Da sucht man einen Rotary-Club, der gleich in einer Familie betreut, die ein gleichaltriges Kind hat. Und dann fahren unsere Kinder in den großen Ferien dorthin, bleiben in dieser Gastfamilie und kommen dann mit dem Gastkind in die Familie nach Deutschland zurück. Das ist aber überschaubar. Maximal 6 Wochen dauert das. Jetzt müssen wir aber noch mal nachfragen. Es geht ja darum, innerhalb der Europäischen Union, wenn man da sozusagen persönlich auf persönlichen Kontakten austauscht, nach Paris kann ich mal eben schnell fliegen, nach Südafrika, Kapstadt, Frau Spross, unter Umständen nicht. Also wie ist die Abwägung? Gehe ich über eine Organisation oder versuche ich selber was zu organisieren? Ja, für uns stand das nicht zur Debatte, was selber zu organisieren. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gewusst, wo ich da anfangen soll. Ja, und insofern war das gerade jetzt, was Südafrika angeht, sehr, sehr hilfreich. Und wir haben da, oder unser Sohn, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Abgesehen davon war er dort bei einer Gastmutter, bei einer Alleinstehenden. Also da hätte es sozusagen gar keinen, oder die Kinder waren, die hatte 2 Söhne, die aber schon erwachsen waren. Also da hätte es gar keinen Austauschmöglichkeit gegeben. Ich denke, dass es eben, also die Idee hört sich gut an, aber ich glaube, dass es in der Realität sehr schwierig ist umzusetzen. Frau Engler. Ja, es gibt noch dieses Programm in den USA, aber auch in anderen Ländern. Natürlich kann man sich auch direkt bei der Schule bewerben. In den USA muss die Schule aber dazu das I-20-Form aushändigen, wo also auch wirklich dokumentiert wird, dass Schulgeld bezahlt wird. Bei den öffentlichen Schulen nicht. Bei den privaten Schulen ist es egal, ob jetzt ein Stipendien oder Schulgeld bezahlt wird. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit, sich auch bei den Schulen zu bewerben. Man muss dann natürlich auch eine Gastfamilie in aller Regel haben. Und die Gastfamilie muss dann auch die Sorgeberechtigung übernehmen. Genau, in Kanada ist das Gleiche. Man geht auf die Webseite der Schulbezirke, der International Student Programs, und der Schulbezirk organisiert dann auch eine Familie. Aber man hat natürlich alles auf Englisch und eine gewisse Hürde. Ganz kurz noch für das Visum. Frau Weißner, ist wer zuständig? Die Programmbetreuer, beziehungsweise wir helfen bei der Visumserstellung. Viele Länder bieten das mittlerweile online an und wir bestellen dann die nötigen Papiere, die wir von den ausländischen Kollegen bekommen. Wir erklären, wie das beantragt wird online, welche Dokumente hochgeladen werden. Da geben wir so viel Hilfe und Assistenz wie möglich. Ich habe das große Glück, dass ich eben auch persönliche Kontakte zu den Neuseeländern und Australiern habe. Das heißt, wenn mal Rückfragen sind, wenn ein Visum abgelehnt etc., habe ich in diesen Ländern zumindest die Möglichkeit, persönlich Kontakt aufzunehmen und zu helfen. Aber die Eltern sind letztendlich für das Visum selber verantwortlich. Frau Krasdorf, wenn bei Ihnen Visum abgelehnt wird bei GLS, was passiert dann? Dann hängen wir uns so lange rein, bis wir das Visum bekommen. Es ist glücklicherweise tatsächlich auch noch kein Schüler zurückgeblieben, weil er das Visum nicht rechtzeitig bekommen hat. Aber es gibt Länder wie zum Beispiel Brasilien, fällt mir da spontan ein, wo das Visum dann einen Tag vor Abreise ausgestellt wurde. Und das ist schon ein bisschen eine Zitterpartie. Also da gibt es Länder, die ein bisschen leichter sind als andere. Und wir haben auch schon Eltern gehabt, die sich umentschieden haben für ein Land, wo das mit der Beantragung etwas leichter war als in einem anderen. Aber helfen tun wir so, wie wir irgendwie können, weil das ist ja mit auch ein Grund, warum man es mit einer Organisation vielleicht macht. Ein Jahr im Ausland oder auch nur ein halbes Jahr dort zur Schule gehen. Thema im Marktplatz, den Sie auch nachhören können, nachher unter www.deutschlandfunk.de.
marktplatz.de, Stichwort Sendung Marktplatz. Nächste Woche hören Sie uns wieder unter dem Thema Achtung Tierhalter. Herrchen und Frauchen haften für ihre Vierbeiner, also wenn das Pferd mal austritt oder der Hund vielleicht doch nicht nur spielen wollte. Umwelt und Verbraucher folgt hier gleich mit dem Thema, das Umweltbundesamt hat eine neue Studie zu den Gesundheitsgefahren von Stickoxiden veröffentlicht. Da hören Sie gleich Details. Ja, ich danke ganz herzlich meinen Gästen hier im Kölner Studio, in Kiel, in Berlin für die Teilnahme dieser ganz spannenden Sendung. Machen Sie es gut, bleiben Sie, aber unsere Hörer, Hörerinnen weiter dran. Dankeschön und tschüss, sagt Jule Reimer.